Ja, ist echt leider okay. Ja, schon hart, aber ich hab's nicht gehört. アイントラクトファンの皆さん、そして浦和レッズファンの皆さん、今回はこのように宇部バインさんと、対談といいますかね、少しインタビューをさせてもらいました。このような機会を、持てるのは非常に光栄ですし、まあ、僕もこれから頑張りますし、宇部さんも、ドイツでね、いろいろなことで、本当にサッカーに対して頑張っておられるので、皆さんまた、応援してください。よろしくお願いします。So ein bisschen habe ich verstanden. Ja, so ja. Ja, Makoto, hallo Uwe. Ihr habt euch gerade schon super unterhalten. Was sind denn so die Gesprächsthemen bei euch? Ich habe ihn gefragt, was das beste Restaurant in Frankfurt ist, wo man japanisch essen gehen kann. Und natürlich darüber gesprochen, wie hier die Bedingungen sind, wie das Trainingslager ist und... Ja, ich habe es ja selber gesehen. Es macht eine Menge Spaß und die Bedingungen sind einfach top. Makoto, hast du den Uwe damals verfolgt, als er in Japan gespielt hat? Ja, klar. Sie haben in meiner X-Gruppe, ne, gespielt, ja? Dann 3 Jahre. Zweieinhalb Jahre. Dann habe ich auch so Fernsehen gesehen. Ne? Dann, ja, für mich sehr, ja, natürlich Vorbild und Legend. Ja, ich freue mich, das hier zu besuchen. Ne? Und ja, wir haben so über seine Ex-Kollege gesprochen. Die kennst du auch persönlich, seine Ex-Kollegen? Ja klar, ich habe ja auch so ein paar Kollegen zusammen gespielt. Ja. Uwe, wie ist das für dich, jetzt mit Makoto so reden zu können? Erinnerst du dich dann so an die alten Zeiten in Japan? Ja, ist natürlich schön, dass er auch perfekt Deutsch spricht und dementsprechend ist es natürlich leichter, sich zu unterhalten und auch mal so einfach nur so einen kleinen Talk zu machen. Das war in Japan etwas schwieriger, weil die Jungs alle nur Englisch gesprochen haben. Aber ich freue mich auch, dass ich ihn hier sehe und besonders freut es mich natürlich, dass er so eine super Vorrunde gespielt hat. Und ja, ich kann nur hoffen, dass er fit bleibt und dass er weiterhin die Eintracht so weiter nach vorne führt. Verfolgst du noch den japanischen Fußball? Was hat sich so verändert von damals zu heute? Ja, ich schaue immer nach den Ergebnissen von meinem oder von unserem Ex-Verein, die ja leider im 3. oder 4. Jahr jetzt hintereinander verpasst haben, Meister zu werden. Das Hinspiel gewonnen, das Rückspiel zu Hause verloren. Ja, sehr, 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 sehr schade. Aber gut, es ist halt im Fußball. Ich habe es selber am eigenen Leib erlebt. Aber so schon. Ich habe auch noch Kontakte zu ein, zwei Spielern in Japan und ja, den werde ich auch aufrechterhalten. Habt ihr irgendwie spielerische Gemeinsamkeiten so? Makoto ist ja auch so ein Kopf der Mannschaft, würde ich mal sagen. Ja, er spielt mehr von hinten raus die Bälle und ich habe mehr von vorne her gespielt Richtung mehr offensiv, er natürlich mehr defensiv. Aber so vom Technischen her, glaube ich, kann man das schon vergleichen, uns beide. Gibt es irgendwas, was du dir bei Uwe abgeguckt hast, den tödlichen Pass vielleicht? Ja, gerne natürlich. Ja. Habe ich nur nicht in Japan geschaut. Ne? Natürlich 1990 Weltmeister. Ne? Auch habe ich, mein Vater hatte eine viele Filme gehabt. Ne? Deswegen habe ich auch so das geschaut. Ja. Deswegen, ja, und Legende für mich. Ja, klar. Ja, Uwe, wie siehst du die Rückrunde? Was glaubst du, was ist drin und was gibst du Makoto mit auf den Weg? Ja, ich habe das Trainingslager hier verfolgt und die Jungs sind alle gut drauf. Da ist Zug in der Truppe und ich habe es schon oft gesagt, man hat das Gefühl, jeder hilft jedem. Und ihm auf den Weg irgendwas zu geben, ist schwierig, weil ich hoffe, wie ich eben schon gesagt habe, er bleibt gesund und führt die Mannschaft dahin, wo sie hinwollen am Ende. Aber deine Prognose abgeben, das ist schwierig, ist auch, glaube ich, nicht nötig. Man hofft, dass die Rückrunde so läuft, annähernd wie die Vorrunde. Dass sie weiterhin ordentlichen, schönen Fußball spielen, erfolgreichen Fußball spielen. Und da gehört er mit einem großen Teil mit dazu. Makoto, was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor? Wie stellt ihr euch ein? Ja, wir haben ja sehr gute Vorrunde gespielt.
Und dann natürlich weiter so, ne? Rückrunde auch. Und erstmal so, Trainer hat er gesagt, ja, erstmal 40 Punkte schnell möglich holen. Ne? Dann, wir haben ein neues Ziel. Aber trotzdem, mein Traum ist, nächstes Jahr wieder international spielen. Oder? Da drück ich die Daumen. Ja. Dankeschön. Möglich ist es auf jeden Fall. Arigato.